In Hamburg aber Moin und damit herzlich willkommen, Freunde, auf dem Squad-Kanal. Heute machen wir ein Draft-Battle. Heute entscheidet nicht Siri oder sonst wer über unseren Draft, sondern heute entscheidet nur die Körpergröße. Wir werden immer den größten Spieler nehmen. Ich bin gespannt, wen wir da ziehen werden, weil der eine kann natürlich 2 Meter groß sein, der andere vielleicht nur 1,80. Aber ich glaube, da wird niemand unter 1,80 dabei sein in unserer Startelf. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was unser kleinster Spieler wird. Ich sage 1,76. Wir gehen mal rein, let's go. Aber bevor wir reingehen, Freunde, lasst natürlich gerne einen Daumen da auf diesem Squad-Kanal, lasst gerne ein Abo da, ich würde mich riesig freuen. Und nun, geht's los. So, wir nehmen die 4-3-3, ist meine Lieblingsformation. Und wir nehmen immer den größten Mann. Okocha 1,73, 1,82 Valverde, 1,85 Immobile. Jetzt muss ich Immobile nehmen und ich könnte Road to the Knockout Messi nehmen. Nein. Oh, das tut so weh. Einfach Messi nicht als Kapitän nehmen, ey. Wow. Rechter Flügel. Wen haben wir hier am Start? Oh, Di Maria. Okay, Di Maria ist relativ groß. Asensio. Anthony hat auch eine coole Karte. Wir müssen Asensio nehmen, weil der 1,82 ist. Ja. Linker Flügel. Oh, ich weiß, dass Cavill riesig groß ist. Cavill ist 1,80 nur. Junge, der sieht echt viel größer aus. 1,80 Cavill. Machen wir weiter. Im Mittelfeld. Boah, Tolisso wird nichts. Eins. Max. Okay. Was haben wir denn hier für Hühn dabei? Bentancur 1,87. Maximovic 1,89. Dann entscheiden wir uns für den 1,89 Typen. Ja, das sieht mit der Chemie gerade gar nicht gut aus. 3 Sterne haben wir erst wegen Cavill. Eieieiei. Haidara. Okay, da ist wahrscheinlich. Da ist sowieso kein krasser dabei. Aber wir nehmen Provo. Weiter geht's. Nächster Spieler. Boah, Rabiot ist riesig, Digga. Der wird das so sein. 1,95. Hans van Aken. Junge, was ist das denn, Digga? Was haben wir denn für riesige Spieler in unserem Team? Hans van Aken. 1,95, 1,89 und 1,89. Junge, das sind nur Riesentypen im Mittelfeld. Da kommt ja gar keiner durch. Geisteskrank. LV. Wen haben wir da am Start? 1,82, 1,70, 1,78. Ja, okay, Cancelo ist auch sehr, sehr strong, muss man sagen. Das ist doch der erste Spieler, der ein bisschen Chemie abbekommt. 1 Stern wegen Cavill. Boah, boah. Jetzt geht's doch langsam hier voran. RV. Ja. 1,88, Junge. Dumfries. Geisteskrank. Nächster Spieler. Kurt Zuma. Kurt Zuma nehmen wir aber nicht. Kurt Zuma, auch wenn er der Größte ist, aber den nehmen wir nicht wegen dem Skandal da. Wir nehmen Lukas Klostermann, der ist zwar 1 cm kleiner, aber der hat keinen Katzenskandal. Deswegen, da, das unterstütze ich nicht. Ich liebe Katzen. Nochmal er, wir nehmen dich nicht, Junge. Ich will keinen Katzenschläger. So, Ogbonna nehmen wir. Ogbonna. So, 1,84, 1,85er Keeper. Die Keeper können das natürlich rausreißen. Ich bin gespannt. Am Ende da rechnen wir auch nur die Durchschnittsgröße aus. Von unserer Startelf natürlich die Körpergröße. 1,90, 1,93. Hier, Simon Mignolet. Sehr, sehr gut. Weiter. Boah, geile Karten. Junge, einfach Yaya Touré in unserer Startelf. Er ist zwar nur 1,88, deswegen reicht es nur für die Bank. Aber egal, er ist dabei. Er ist dabei. Dann haben wir noch 1,76, 1,88, 82. 1,82 Miranchuk. Ist auch am, der wird aber nicht unser Startelf sein. Dafür ist er zu klein. Di Maria, 1,80. 1,90. Lukas Fabianski, Digga, Hilfe. Der ist auch größer als Mignolet. Nee, Mignolet ist noch größer. Geisteskrank. Ja, 1,88. Oh, 1,90, Digga. Morata ist so groß. Er ist sogar größer als Immobile. Deswegen geht Immobile jetzt raus. Weil wir gehen natürlich für den größten Spieler rein. Okay, nächster Spieler, 1,81, 1,91, Patrick Schick. Junge, wir haben echt eine große Mannschaft, muss man sagen. Wir haben eine riesen Mannschaft, ey, geisteskrank. Wenn man nur nach Größe geht, boah, 1,89, Zapata. Junge. Nur Hühnen am Start. 1,83, Berardi. Boah, ja. 1,85. 1,94. Damit ist Kevin Fuchs, glaube ich, der größte Spieler in unserem Team. Und der letzte ist ein Keeper. 2 Meter! Ich wusste es, am Ende schaffen wir die 2 Meter noch. Oh mein Gott.
Fraser Forster ist der größte Spieler in unserem Team. Ich sortiere das jetzt mal und tue die größten Spieler in unserer Start. Okay, Freunde, das ist unsere Startaufstellung. Das ist die größte Elf in einem Draft. Wir haben einfach Fraser Forster. Er ist der größte Spieler in unserem Team. 2,01 Meter. Und hat 5 Sterne Weak Foot. Geisteskrank, hä? Und der kleinste Spieler ist Marco Asensio mit 1,82. Und wenn der 1,82 Spieler der kleinste Spieler ist in unserem Team, dann weiß man, wir haben wirklich ein krass großes Draft gebaut. Okay, Freunde, ich habe gerade mal die erste 11 eingegeben und durch 11 geteilt. Und als Durchschnittsgröße ist 1,89 rausgekommen. Das heißt, jeder Spieler ist knapp 1,90 groß. Das ist geisteskrank, Digga. Ich bin gespannt, ob ihr das größer schafft. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da. Lasst gerne ein Like da. Das war's mit dem größten Draft in FIFA 23. Haut rein. Macht's gut. Ciao.